Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Valheim. Heute geht's zum Boss Jagdloot. Ich entmute mich, repariere alles, dann geht's los. So. Da lag ein Loxflash einfach so rum. So, um genau zu sein. Nee, eins. Ich hatte zwei im Gepäck, ich habe nur eins aufgesammelt. So. So. Ausrüsten, genau. Ich habe hier noch ein bisschen was, was ich nicht brauche jetzt. Das da rein, die Münzen waren hier oben. Hä, jetzt hat... Boah, Leder ist voll, okay. Hast du zufällig Schlangeneintopf noch einen? Ja. Dann hätte ich davon wenigstens zwei. Das müsste reichen. Wo bist du, da bist du. Achso, zwei gleich. Ich hab noch Gorkin gegessen. Die waren leer. Wie viele Pfeile habe ich? 66. So, dann machen wir 100 Full. Ausdauer, Heilmet habe ich. Gehst du kurz aus der Kiste hoch? Essen habe ich. Jo. Warte schon, bis der Fischhappen vorbei ist und dann kann ich nämlich die drei Dinger essen. Oh, wir müssten sowieso noch 4 Minuten warten, dann kann ich das Knochenwanz wieder einsetzen. Und die werden wir benötigen auf jeden Fall. Oh. Ja. Die haben alle Hunger. Ach, ich hätte versuchen sollen, die ins Boot zu setzen und mitnehmen zu versuchen mitzunehmen. Die folgen dir alle. Ja, ich hab die alle gestreichelt. Willst du die durchs Portal kriegen? Nee, die kommen. Ich weiß, dass man die auf das große Boot machen kann. Nee, die gehen nicht durch, schade. Ich weiß halt, dass man die irgendwie aufs große Boot kriegt und da kann man die dann mitnehmen. Echt jetzt? Wir haben noch da oben genug, habe ich gerade gesehen. Eieieiei. Wir haben noch da oben noch genug Wölfe. Trotzdem. Es sah aber cool aus. Die vertrauen dir und du schlachtest sie einfach ab. Ah, was muss das? Muss alles für einen guten Zweck. Von wegen für einen guten Zweck. Auch wenn wir das Leder und den Pelz und alles nicht mehr benötigen. Boah, wir könnten eigentlich die Wölfe zu Kannibalen heranzüchten, denn Wölfe droppen ihr normales Fleisch, was wir den Wölfen wiederum geben. Ja. Aber die gerade haben tatsächlich nur zwei Fleisch gedroppt. Also da sind Wildschweine schon besser geeignet für Fleisch. Die droppen wenigstens jedes Mal den Fleischklumpen. Die schöne Achse. So, ich gehe jetzt nochmal in unsere andere Ebene. Ich will jetzt gucken, ob wir dort noch so eine Statuette haben. Weil ich bin der Meinung, wir hatten noch eine. Und wenn ich den scheiß Boss mache? Ja, ich muss doch noch eine Minute warten. Ist doch Schnuppe, wenn ein Essen noch da ist. Nein, Knochenwandsfähigkeit. Also.
Das wäre Schnuppe, weil man den ja nicht vor dem Kampf, sondern mitten im Kampf aktiviert. Ne, ich würde den halt direkt kurz vorm Beschwören aktivieren wollen. Oder während das Beschwörungsritual passiert. Ach, die Scheiße. Aber wir können, es sind nur noch 23 Sekunden. Ja, wir müssen eh noch das Portal umsetzen, etc. Ja, umsetzen nicht, ich nehme das Zeug einfach ins Inventar. Du weißt schon, dass du mindestens einmal verreckst. Dann setzen wir es halt um. Wir haben aus den Bossen gelernt, will ich nur sagen. Mach mal's hier hin. So. Ey, mir fehlen die Steine, die roten. Hast du die eingesammelt? 2 Stück. Die brauche ich zum Bauen. Ja, warte mal schon. Habt ihr fallen gelassen? Ich hab schon eingesammelt. Darko, wir müssen nochmal zurück. Es wird Nacht. Achso, warte mal. Scheiße, welche Nummer hatte das? Bitte, ja! Das wäre es jetzt gewesen, wegen der scheiß Nummer. Ja, das wäre dann wirklich ein Reinfall gewesen. Du benötigst ein Feuer in der Nähe. So. Ey, da hab ich einen fetten Ausdauerbalken. Holy shit. So. Ich nicht, weil ich noch nicht gegessen habe. Nee, das dauert noch ein Weilchen, bis es voll ist. Das Leben. Da. Sechs und acht. Gut. Ja, okay, Ausdauerbalken ist ja mal mega fett. Vor allem, ich habe nur Schlangensuppe und Loxpastete gegessen. Noch nicht einmal ein Blutpudding, weil der Fischhappen immer noch aktiv ist mit 90 Ausdauer. Ich habe nur Fischhappen und Pudding. Oder nee, wie heißt das Ding? Loxfleischpastete, mehr nicht. Ich habe den Schlange einfach noch gar nicht. Aber noch nicht machen. Ja, das dauert ja noch ewig. Du hast die Trophäe. Achso. Nicht ich. Wie gesagt, du kannst dich schon setzen, du darfst nur den roten Handstein dort noch nicht aktivieren. Also ich habe jetzt schon 183 Leben. Und ich nur 114. 201. Der hat jetzt auch keinen Gesundheitsteil nehmen, weil er ja einen Cooldown hat. Leben habe ich. 221 ist randvoll. Ja. Komm maximal auf 200 Leben. Mit der 90 Gesundheit vom Blutpudding bist du auf 300 Leben. Geil. Plus die 25 extra, die man ja Standard hat. Ja. So, jetzt bist du aber voll. Na dann, mach. Na dann. Also
macht ja mal so gar kein Damage. Wenn der hier nicht hochkommt, ist das echt praktisch. Ich glaube, der muss einfach nur die Treppe hochgehen. Aber hörst du, was der sagt? YK! Ich höre, dass ich gleich down bin. Gegen war das knapp. Der hat mich echt so schnell so runtergehittet. Ja, warum auf mich? Das ist eine gute Frage, warum nur auf dich? Warte, ich hab den Pick-Kobalt. Achtung! Ich bin gerade eh nicht in der Nähe, ich schieße nur ein bisschen. Du darfst nicht zu dem rangehen, du fängst an zu brennen. Ja, ach. YK! Das ist so geil. Oh, ich bin komplett down. Ich glaube, das ist ganz gut, dass er hier nicht hochkommt. Der wäre ja sonst viel zu OP. Achtung, Meteoren. Ja, auf mich. Hat der überhaupt einen Schwachpunkt, wo man am meisten Damage macht? Ja, Brustkorb. Alle lilanen Stellen. Alle offenen Stellen. Freundchen, ja. Und das ist der härteste Boss. Definitiv erstmal Regen. Okay. Also, oh fuck. Ich bin down? Ja, ich bin down. Ich hab nicht gesehen, dass der diese Meteor-Scheiße macht. Ja, du kannst ganz normal zurückkommen. Mhm. Ist aber vorher in der Base eine Kleinigkeit. Bevor du kommst, warte, der macht Meteoriten. Ja, ich bin sowieso noch nicht. Alter, der ist noch nicht mal ein Drittel runter. Oh ne, der ist auf dem Stein oben.
Au. Ich habe noch 49 Pfeile. Ich habe ein bisschen Pfeile für mich mitgebracht, aber wir hatten nur noch 5 Ladepfeile. Warnte mich vor, wenn er die Dingsbums-Attacke macht. Der macht gerade Meteoriten. Bin tot. Schon wieder? Als du Meteorit gesagt hast, ist mir ein Meteorit runtergeknallt und ich war One-Hit. Was denkst du dir? What the fuck? Mit 50 Herzen ohne Rüstung? Ganz ehrlich, wie sollen wir den down kriegen? Der hat immer noch so viel Leben. Und der regeneriert so, wie es aussieht. Ja, wenn du nicht dauerhaft draufballerst, regeneriert er halt. Vor allem, warum pimmelt der jetzt da hinten bei meinem Garten? Du kannst, der ist auf mich fixiert gerade. Macht Meteoriten. Die irgendwo ganz weit hinter dem einschlagen. Ja, bei mir! Ja, aber warum? Vorwarn bitte? Ich zieh mich gerade an. Du kannst. Ich meine wegen Spucke. Wegen. Jetzt kommt Meteoriten. Wieder bei dir. X-Dinger. Kann es sein, dass er die Meteoriten immer nur zu dem einsetzt, der hinter ihm ist? Ich komme zu dir. Oder zu dem, der am weitesten weg ist. Habe ich Ohren abbekommen und ich habe gerade ein Standbild gehabt. Scheiße! Scheiß Weltspeicher! Mitten im Bossfight! Diese Meteoriten machen so viel Branddamage vor allem. Gibt's nicht irgendeinen Med für Brandintensität? Doch, ich glaube, den gab's tatsächlich. Wenn wir es nicht Ich hab keine Pfeile mehr. Was ich gerade nochmal teste. Meteoriten? Vielleicht bringt dieses ständige ein bisschen Feuerdamage mehr. Meteoriten? Ja, ich krieg's mit, ich habe auch keine Ausdauer. Ich verbrenne hier! Es ist. Ey, Mann. Wir müssen Fire Resistance mit haben. Das ist nicht mehr feierlich. Ich bin schon wieder tot. Ich verbrenne nur. Ich krieg von nichts Damage. Warte. Ich verbrenne nur. Bleib mal bitte da, wo du bist. Ach du Scheiße, bist du voll. Das kann ich nie alles mitschleppen.
Das sollst du ja auch gar nicht. Nee, sonst wäre ich jetzt nämlich zurückgekommen. Ey, lass dich killen, durch das Dings automatisch dann ab. Nein, fertig. Nein, siehe Knochenwanst. Der hat's auch nicht abgebrochen. Ich habe zwar gerade volle 220 Leben, aber ich krieg halt nur Fire Damage. Ich kann nur noch mit dem Schwert drauf. Meine Rüstung ist, oh, ja, Brustplatz ist teilweise richtig schön am Arsch. Wir holen unser Zeug und gehen zurück. Man kann das Frost. Der ist grad, der ist aber gerade genau bei deinem Grab. Also ja. Nein, aber man kann das herstellen und das ist außerdem, sind das alles Items aus der Ebene, also müssen wir die haben vorher. Für diesen Bosskampf. Das hat er schon so vorgesehen. Der geht nicht mehr weg von deinem Grab. Jetzt müsstest du es holen können. Smidrin. Ach, ist er schon wieder auf dich gegangen. Die gehen immer auf den weit entferntesten. Der pümmelt die ganze Zeit an deinem Grab rum. Der kommt da nicht weg. Du musst mich immer nur halt wegen... Meteoriten! Gehen auf mich, gehen auf mich. Ja, und jetzt kommt noch das Mega-Feuer. Alter, also, du kannst... Alles gut. Sag mal wegen Meteoriten Bescheid. Ich renn grad weg. Ich dachte, wir wollten heim. Ja, wollten wir ja auch, aber das mache ich lieber mit Rüstung. Holy shit, ey. Keine Ausdauer mehr. Oh, oh, da kommt er. Wir müssen uns definitiv durchs Portal beeilen. Scheiße. Verfickte Scheiße. Was? Ich habe einen Schwanz mit da im Inventar. Also noch hat das Portal nicht zerstört. Gut. Holy shit! Das war mal... Ja. Ich bin nicht mal wirklich zum Essen gekommen irgendwie, weil... Nee, der ist... War nicht nötig. Der ist zu krass. Ja, wie gesagt, also... Mich hat am meisten wirklich Feuerdamage runtergehauen. Ja. Das sowieso, das macht auch Rüstungsdamage. Und für Feuermet braucht man 10 Gerste, 10 Moldberries. Und das sind halt Items, die wir ganz zu Schluss bekommen haben, also sind die für den Boss gedacht. Dann stellen wir was her davon. Besitzen wir überhaupt noch Gerste? Ja, müssen wir alles besitzen. Oh, ja, 100 Gerste. Moldberries, wo seid ihr? Da. Moldberries ist doch nicht das Problem, die könnte man nochmal schnell neu farmen. Ich lasse jetzt mal wirklich alles hier, was nicht benötigt wird. Also Picke, Hammer, wobei, ne, den Hammer können wir zur Not neu bauen. Falls das Portal kaputt geht. Gut, ich beende mal ganz kurz die Folge. So, ihr habt's gesehen, Jaglut. Ja, der ist nicht ohne. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Star Dancer, Taylor,